Ein Sexkaufverbot. Geschlossene Bordelle. Strafen nur für die Kunden. Kann das funktionieren? Lässt sich so Zwangsprostitution eindämmen und können wir Sexarbeitende dadurch besser schützen? Ich will zu unseren Nachbarn nach Frankreich fahren. Hier wurde das nordische Modell erst nach Schweden eingeführt. Frankreich ist aber als mitteleuropäisches Land mit ähnlicher Struktur und Bevölkerungsdichte besser mit Deutschland vergleichbar. Paris, Stadt der Liebe. Und früher auch Stadt der Bordelle. Wer sich sexuell vergnügen wollte, der kam hierher. Doch das scheint lange vorbei. Frankreich hat 2016 das nordische Modell eingeführt. Sexkauf ist seitdem verboten. Das Land der Liebe wird zum Land ohne käufliche Liebe. Doch die Debatte geht weiter. Die 67-jährige Rosaine Ischer erlebt schon als junge Frau sexuelle Gewalt. Später arbeitet sie als Prostituierte, 22 Jahre lang, unter Zwang. Mit Mitte 50 steigt sie aus, wird zur feministischen Vorkämpferin und demonstriert europaweit gegen Prostitution und Pornografie. Wie war das bei Ihnen als Kind? Also wann ging das bei Ihnen los, dass Sie Opfer von Gewalt wurden? Mein Vater hat mich gekidnappt. Mein Onkel hat mich vergewaltigt. Dann hat mich ein Mann ein Jahr lang missbraucht. Mein Vater war Alkoholiker, früher Soldat. Es gab Gewalt in der Ehe meiner Eltern. Ich bin einem Netzwerk in die Hände gefallen. Diese Männer haben gemacht, was sie mit allen machen. Ich war 15 Tage sexuellen Übergriffen ausgesetzt, sozusagen aus Liebe. Frauen, Männer, alle, jeden Abend. Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass Rosaine durch ihre tragische Geschichte diese extreme Haltung haben muss. Aber warum hat sie trotzdem 22 Jahre als Prostituierte gearbeitet? Warum sind Sie gegen jedwede Form von Prostitution? Die Prostitution dürfte im 21. Jahrhundert gar nicht mehr diskutiert werden. Sie gehört seit Ewigkeiten abgeschafft. Das gibt es ja nicht seit Anbeginn der Zeiten. Dahinter steht der Mann, der die Frau zum Sexualobjekt machte, zu seinem Vorteil. Es gibt keine selbstgewählte Prostitution. Und ich bin der lebende Beweis dafür. Ich habe das auch immer hinterfragt, weil mir das auch immer so ein bisschen unglaubwürdig erschien, dieses Pauschale, ich mache das gerne und ich mache es selbstbestimmt und so. Und trotzdem gab es Frauen, die ganz resolut gesagt haben, ich habe das für mich so entschieden, ich möchte diesen Beruf ausüben. Genau das habe ich 22 Jahre der ganzen Welt erzählt. Das ist meine Entscheidung, mein Leben. Ich mache, was ich will. Aber während man in der Prostitution steckt, versteht man nicht, dass es nicht die eigene Entscheidung ist. Häufig werden Traumata aus der Vergangenheit verdrängt. Prostitution, das ist eine Geschichte von Männern und nur Männern. Zuhältern, Kunden. Trotzdem gibt es Kritik in Frankreich am Gesetz. Die Prostitution habe sogar zugenommen. Es gebe mehr Gewalt, mehr Geschlechtskrankheiten und Druck auf Sexarbeitende. Rosaine weist das zurück. Das läge nur an der steigenden Nachfrage und Männer hätten immer bizarrere Vorstellungen von Sex. Pornografie ist Prostitution. Und Prostitution ist Pornografie. Es gibt keine Grenzen mehr. Und die Pornografie verursacht viel davon. Nicht die Pornodarstellerinnen selbst. Die sind nur Schauspielerinnen, die leider prostituiert, vergewaltigt und angegriffen werden. Also soll Pornografie verboten werden? Ja. Das ist eine Katastrophe für die Menschheit. Eine Katastrophe für unsere zukünftigen Generationen. Das ist eine Katastrophe für die Frauen. Eine Weltkatastrophe. Planetär.
Prostitution ist für mich eine der schwerwiegendsten Formen der Gewalt gegen Frauen. Es ist Gewalt. Ganz einfach. Deutschland müsste das Gesetz ebenfalls einführen. Missbrauch und Leid haben Rosens Leben geprägt und Spuren hinterlassen. Sie sieht das nordische Modell als einen ersten Erfolg. In Frankreich zahlen Freier bis zu 1.500 Euro Strafe. An den Ausstiegsprogrammen für Prostituierte sollen seit 2017 mehr als 1.700 Menschen teilgenommen haben. Sie bekommen vom Staat etwa 340 Euro pro Monat. Manche auch Wohngeld, Französischunterricht und psychologische Betreuung. Im früheren Rotlichtviertel Pigalle sind Bordelle, Swingerclubs und Straßenprostitution verschwunden. Geblieben sind Touristen, einige Sexshops und Bars, die von der Vergangenheit sagen. Ich treffe Anaïs, die früher Führungskraft in einem Unternehmen war. Alter und richtigen Namen hält sie zum Schutz geheim. Nach zwei Burnouts wollte sie ihr Leben ändern, kündigte und probierte sich als selbstständige Escort-Sexarbeiterin. Aus dem Versuch wurde ein Job. Ohne Chefs und Büro ginge es ihr besser, sagt sie. Als Sprecherin der Gewerkschaft der Sexarbeitenden, Lestras, kämpft sie gegen das Verbot. Das Gesetz hat uns sozialen Abstieg, viel Gewalt und einen deutlichen Anstieg der Anzahl Sexarbeitender gebracht. Das ehemalige Bordell Carmen war nicht nur legendär, hier wohnte und arbeitete auch ein weltberühmter Komponist. Wow. Bizet. Der auch die Oper Carmen geschrieben hat. Draußen im Wald von Sevilla, bei meinem Freund Lilas Bastia. Da, 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 da. I don't know how to sing. Bonjour. Bonjour. Das Carmen ist heute ein Club. Eine beeindruckende Kulisse, die von der Nostalgie der guten alten Zeit lebt. Wie hat sich denn die Anzahl der Sexarbeiterinnen, der Prostituierten verändert nach dem Gesetz? Es gibt seitdem einen sehr großen Anstieg von Sexarbeitern in Frankreich. Als das Gesetz verabschiedet wurde, waren wir 14.000 auf der Homepage, auf der ich auch bin. Heute sind wir mindestens 50.000. Und das nur auf dieser Seite. Wie viele Sexarbeitende arbeiten, hängt aber nicht vom Gesetz ab, sondern von der Armut der Menschen. Die Franzosen werden immer ärmer, deshalb gibt es immer mehr Sexarbeiter. Aber das bedeutet doch trotzdem, dass dieses Gesetz überhaupt nicht greift, wenn sich die Anzahl der Prostituierten mehr als verdreifacht hat. Nein. Nein, das Gesetz greift absolut nicht. Und eines der Probleme in der Sexarbeit in Frankreich ist, dass die gegenseitige Unterstützung von Kolleginnen als Zuhälterei eingestuft wird. Wir haben nicht das Recht, uns zu schützen. Die interessieren sich doch einen Scheiß für uns. Das französische Gesetz ist absurd. Es ist demagogisch, es ist nicht pragmatisch, sondern ein ideologisches Gesetz. Aber warum gibt es das Gesetz? Und wessen Ideologie ist das denn nun? Die Abschaffungsideologie wurde meist von linken Parteien gestützt, die sich als feministisch bezeichnen und für die Feminismus heißt, auf eine bestimmte Art für Frauen einzutreten. Die gleichen Personen, die für dieses Gesetz kämpften, haben nach der Verabschiedung erklärt, sie würden nun gegen Pornografie kämpfen, um auch die zu verbieten. Was denkst du, hätte das für Folgen, wenn Prostitution und Pornografie gesetzlich verboten werden würde? Sich vorzustellen, dass das aufhören wird, ist illusorisch. Die Prohibition, egal zu welchem Thema, hatte immer verheerende Auswirkungen. Das Alkoholverbot in den USA hat nur die Mafia reich gemacht. Ein Verbot von Pornografie und Sexarbeit würde nur der Mafia nützen, die sich neue Geschäftsfelder erschließen kann. Anaïs und andere Sexarbeitende wehren sich gegen das Gesetz und haben Klage am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingereicht. Du hast gegen dieses Gesetz geklagt. Wo hast du geklagt und auf welcher Gesetzesgrundlage konntest du überhaupt klagen?
Zu fünft oder sechst haben wir die Klage eingereicht. Grundlage war die Gefährdung und Missachtung unseres Rechts auf Gesundheit und Sicherheit. Dazu die unternehmerische Freiheit, die mit Füßen getreten wird, und unsere sexuelle Freiheit und das Recht auf Privatsphäre, das nicht respektiert wird. Wir haben mit Kollegen gesprochen und inzwischen gibt es mehr als 100 Sexarbeitende, die sich unserer Klage angeschlossen haben. Der Europäische Gerichtshof hat anerkannt, dass unsere Klage zulässig ist. Er hat anerkannt, dass das Gesetz negative Auswirkungen auf unser Geschäft und uns hat, aber hat noch kein Urteil gefällt. Welche Reaktionen hat es auf eure Klage gegeben? Keine. Niemand spricht davon. Und die Franzosen demonstrieren nicht für Sexarbeitende.